Hallo und herzlich willkommen zurück bei Terraria, bei dem Terraria-Let's Play, Alter, weißt du? Und zwar heute mal nur mit dem Germandave, weil die anderen sind nicht da. Also, wie hieß er? Günther? Moin. Nee, der hieß Carsten. Also Carsten hat irgendwie... Carsten his dad hat seinen Charakter nicht mehr, weil er seinen PC alle 5 Minuten neu formatiert und deswegen war er so dumm und hat nicht mit der Steam Cloud das gesaved und deswegen kann er nicht mehr mitmachen. Und Bernhard ist behindert. Deswegen heute mal nur eine Session mit ihm. Was ist das? So, was machen wir Was heute, ist das? David? Da weiß ich nicht. Mal. Also, ich habe ja keine Ahnung von dem Spiel, deswegen musst du mir sagen, wo es lang geht, ja? Ja gut, das letzte Mal, was haben wir denn? Also, wir haben, glaube ich, letztes Mal Eye of Cthulhu. Ne, Skeleton haben wir gemacht. Skeletron. Ja, haben wir da verkackt oder ist es Nee. hingekriegt? Ne, das haben wir hingekriegt, glaube ich. Es war doch easy, weil Kuya hat doch seinen Waterball rausgeholt oder irgendwie sowas, Ah ne? ne, wir haben den Eater vorerst besiegt. Ja gut, dann Was? Ne, weiß den nicht Eater mehr. of Worlds haben wir nicht besiegt. Doch doch, das war doch das mit dem Waterboard. Nein, Mal nein. gucken. Oder? Haben wir schon drei Bosse? Moment, das kann man in den Achievements nachgucken. Ja. Warte, ich mal kann mir das gucken. Ja, genau. Machen wir jetzt erstmal eine rote Hook. Oder kann ich das nachgucken in den Achievements? Nö. Oh geil, ich habe jetzt auch eine Hook. Das ist ein No-Hobo für ein Achievement. Warte mal, das muss ich mal gerade aktualisieren. Ich guck erst. Build a house suitable enough for your first town NPC, such as the guy to move into. Okay, es Denn kamen der. neue Achievements dazu, okay. Also, Eye of Cthulhu? Ich weiß gerade nicht. Keine Ahnung, aber wir haben Eater of Worlds gemacht, das weiß ich. Sonst hättest du diese Rüstung nicht. Oh nein. Ha. Tja, Wir ist ja können jetzt die gucken. Frage, was machen wir jetzt? Wollen wir uns erstmal ein Haus bauen? Also, ich meine, das ist ja unser NPC-Haus. Ja gut, dann. Ich wollte erstmal gucken, ob wir jetzt schon das Geld schon haben. Wenn ja, dann können wir in den Dungeon gehen. Da mache ich mir so geile Fernkampfrüstung. So geilen Bonus. Und ja, du kannst gucken, aus was wir haben. Es gibt ja sau viele neue Blöcke und so Marble und Granit und so Zeug. Und ich Ich verlauf dir glaube, einfach ich mal baue dann hinterher, ne? mein Haus aus Marble. Ja, ich weiß halt nicht, wo das Dingens ist. Ja, das ist in Hier. dieser Richtung. Soweit ich mich Ja, ich erinnern werk, kann. glaube ich. Nicht. Boah, Alter, ich hab das Spiel so ewig nicht mehr gespielt. Ah ja, hier ist die Corruption. Ah. Hier unten? Ja, ich glaube, das war hier. Nein. Ich habe gesehen, bei meiner normalen Welt, wo ich selber zocke, dass der eine Waffe da, die ich gekriegt hat aus diesen Schattenkugeln, Ja. richtig geil ist. 30 Damage. Wollen wir Weiß nach unten gehen oder wollen nee, wir... nee, ich wollte eigentlich weiter gucken. Okay. Aber um gerade da hoch zu gehen. Hallo, Dingeldong. Boah, was ein Fickgegner. Alter, was hast denn du für geile Schuhe? Und was hast du für eine geile Waffe, Alter? Das ist eine Harpune. Ach so. Das ist aus Dingens. Ich weiß nicht. Aber dann hat Kuya, da hat er aber geile Items gehabt. Zum Ja, Beispiel Kuya hat geil. Waterbolt. Ja, Kuya hatte Waterball. Wie geil der ist jetzt mit, naja. Halt selber geile Items farmen. Ja, Eigentlich keine so. Ahnung. Ich weiß nicht, ich finde das Spiel irgendwie komisch. Na, was hast du für Ausrüst, also für Dinge, so Ich Sachen? glaube, ich habe. Ja, eine geile Rüstung habe ich auf jeden Fall. Ja. Mit 19 Defensive. Ich habe Eisenrüstung. Hässliches Kopfteil. Stimmt, die Welt wäre ja Dings groß, gell? Ja. Large. Lage. Genau. So. Ja, ich habe auch gesehen, ich habe noch zwei schwarze Linsen, dann kann ich mir so die geile schwarze Sonnenbrille machen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Cool. Habe ich denn so noch? Ich habe 8 Gold.
hast du nicht eine Piggy Bank? Nö, glaub nicht. Nee, das war bei Peter. Peter hat eine Piggy Bank. Eine Piggy Bank hat er? Ja. Boah, Alter, oder dieses Spiel hat als Mikroruckler, wenn ich das mit dem Ding aufnehme. Mit dem Pokémon. Ach, wie? Ich glaube, ich nehme das demnächst wieder mit Fraps auf. Okay. Weil das die haben auch hart bei Skeletron verkackt das erste Mal. War halt genauso wie bei uns, die haben sich auch so gebaut, so Plattformen. Ja, haben wir jetzt Eater of Worlds, Skeletron und Eye of Cthulhu? Skeletron weiß ich nicht, deswegen gucken wir, ob der alte der Skeletron ist doch so ein großer Skelettkopf, oder? Ja. Ja, den haben wir gemacht. Hier, ja, okay, an der gut. Stelle. Nee, hier ist Meteorit, aber weiter vielleicht. Ah! Voll schricky. Huch. Boah, Alter, ich hab mal nicht verkackt. Beim Movement. Voll krass. Lol, hier hinten war ich noch gar nicht. Doch. Voll strange. Warte mal, ich brauch hier mal das Copper ab, einfach weil ich keine Hobbys hab. Mal Copper brauchen wir. Ja, aber ich glaube, ich hab ein Achievement bekommen. Echt okay. Weil ein paar Achievements kamen mit einem Update dazu, deswegen hat man da nicht alle. Ach komm, jetzt geh da hoch. So. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, das Aufnahmeprogramm ist schon echt geil, weißt du, bei den meisten Spielen, zum Beispiel The Crew, habe ich jetzt meist so 40 FPS auf den höchsten Einstellungen. Hier ist noch ein Meteorit, den wir noch gar nicht abgebaut haben. Hä? Das kann nicht sein. Doch, guck doch hier. Ja, nicht komplett. Ah ja. Das darf man nicht berühren, das Meteoritenzeug, ne? Das kriegt man Schaden. Außer du hast irgendwas mit Obsidian, also Obsidianrüstung. Das wäre halt das nächste, dass wir in die Unterwelt gehen oder so. Ja, ich würde ganz gerne mal in die Unterwelt gehen, da war ich noch nie. Ja, du könntest da schon locker rein, aber ich brauche. Ja, du brauchst noch geilere Rüstung. Ja, ey, ich hab mir so einen abgelacht, als Peter in dem Best-of da, weißt du noch? Wo Peter so geil am Updancen ist. Oh ja. Ja, und dann einfach BAM! Oh, das gibt's nicht, ich hab nach oben gedrückt! Ja. Die Einblendung mit Jay. Das war so geil. Ja, der hat einfach 17.000 Damage bekommen. Ja, der ist ja wirklich so lang gefallen, oder? Ja. Ja, ich glaube, also auch die mit den Einblendungen von Jay ist der auch so lang gefallen. Glaube schon, ja. Das war so geil. Ich habe das auch im Stream geguckt. Ich glaube, das war da auch. War ich, glaube ich, auch noch dabei. Das im Stream geguckt habe. Oh! Alter, da hat mich fast so ein Fickvieh da runtergehauen. Fick dich. Heck. Du bist aber, Alter, das ist schon weit. Wir müssten aber bald da sein. Das ist ja jetzt Quatsch, dass es weit ist. Lol. Was? What the fuck? Hä? Naja, lass mal machen. Wo ist denn der? Ah, der ist easy. Hast du einen Slime gekillt? Ah, guck mal hier. Ist es auch ein Boss, eine Art kleiner Boss? Ja. Und der droppt Ninja-Rüstung. Also, mit Rüstung, aber Hose. Das Oberteil habe ich schon, das habe ich gerade an. Und der spawnt einfach so random? Wahrscheinlich auch, wenn du Schleime killst. Oh lol. Der fickt mich. Ja, warte, ich mache hier gleich erstmal die kleinen Schleims. Ich brauche mal ein bisschen Leben. Keine Heal, dann drück F. Drück F. Oh, oh! Nee, H muss ich drücken. So, ja, bei mir ist es F. Weil, dann komme ich schneller dran. Das ist aber eigentlich echt mega easy. Oh! Oh. Wenn der einen großen Sprung macht, ist es scheiße. Scheiße! Ich bin gesterbt. Mach den bitte noch. Hast du. Drück F, drück H. Nein! Oh. Lebt der noch, der Slime? Müssen wir dann jetzt nochmal hinlaufen? Der hüpft da noch rum. Ja, okay, dann laufen wir nochmal hin. Nee, okay, jetzt ist er tot. Scheiße! Fuck, ich habe auch 4 Gold gedroppt. Oh nein, jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen. Ja, easy game. Ja, aber wieso? Hast du irgendwie Slime gekillt oder so? Auf dem Weg. Einen. Ja, das ist manchmal, wenn du so und so viel Slime tötest, glaube ich. Oh lol. Hier ist unsere erwägt der jetzt nochmal, wenn wir da jetzt nochmal hinlaufen? Ich glaube nicht. Ich tue erstmal mein ganzes Money hier rein.
Machen wir jetzt mal eine Meteoritenrüstung. Wir haben noch 99 Meteoritenzeug. Ja gut, das kann man natürlich machen. Slime, ja. Juhu! Bam. So, erstmal komplette Meteoriten. Stimmt, ich habe ja hier auch noch den geilen Feuerstab, womit ich so... Scheiße, ich hätte ein bisschen mehr mit meinen Waffen rumswitchen müssen. So, was war das denn gerade? Ich habe mir aus Versehen zwei Helme gemacht. Naja, scheiß drauf. Erstmal leere Truhe. Wo ist denn die Gold... die Truhe? Hä, wo ist denn überhaupt... Wo sind denn überhaupt unsere ganzen Truhen? Haben wir schon Truhen gebaut? Ja, eine. Also da ist ein bisschen was drin, aber im Rest... Gar nichts drin. What the fuck? Komisch. Ich weiß nicht. Oh lol, ich habe jetzt ein Feuer am Arsch. Haben wir auf dieser Welt noch keine neuen Truhen gebaut? So aus. The fuck? Hier sind aber noch für übel viele Truhen drin. Ach so. Wassertruhen, Goldtruhen und so Zeug. Ja, dann mach mal. Du hast da glaube ich auch diese eine Spagge da. Du kannst du. Könntest du dich schon mal nach unten graben? Hast du Seile oder so? Also ich habe noch 200. Ja, dann gib mal ein paar Seile. Also so wollen wir jetzt nach unten gehen oder was? Was ist das für ein Licht da hinten? Ja, hier sind auch noch 99. Ja, wir können schon mal nach unten. Lol, da ist ein goldenes Eichhörnchen. Guck mal da links. 18 Milli-Damage. Ja, guck mal, da ist ein goldenes Eichhörnchen. Das Ding kann ich mal wegwerfen. Guck da mal. Ja, geil, lass killen. Gold gedroppt? Nö. Obwohl, das Ding. Doch, 7 Goldohr hat er gedroppt. Ja, nein. Weil ich könnte mal rübergehen. Ah, nee, das sind Goldcoins. Könnte rübergehen und den... Ja, bau doch jetzt erstmal hier so ein paar Truhen irgendwo hin. Oder, nee, warte mal, wie viel Holz habe ich denn noch? Ein paar Goldtruhen. Ich habe noch... Keine Ahnung. Also, wollte ich gar nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen Holz farmen, um... Warte, haben wir noch irgendwo? Damit wir ein bisschen jetzt uns so ein Haus bauen, können wir mal so ein paar Truhen reinstellen. Ja. Boah, gut. Werden Bäume auch auf der Minimap angezeigt? Ja. Okay, dann gehe ich in die andere Richtung, weil da sind mehr. Was habe ich denn jetzt für Bonus mit der Rüstung? So, diese Kohle kostet jetzt 0 Mana. Alter, was macht denn die schon wieder? Unsere Magierin. Die macht schon wieder Bullshit. Ja, diese eine Händlerin da. So, die Nurse, also die Dingens. Achso, da in dem Radius wird man dann geheilt, oder was? Healerin. Nee, du meinst die so grünes Zeug anhat. Ja. Die macht so einen Kreis aus Blättern. Und was bringt der? Das ist... Die killt die Gegner, dann, also die kriegen davon Damage. Voll geil. Aber das ist die, weiß ich nicht, die zieht halt ein, wenn du irgendeinen Boss gekillt hast. Okay.